Wir haben heute ein neues Video für euch, aber bis jetzt seht ihr nur mich hier. Denn ich muss dieses Video ein bisschen vorbereiten, weil Vicky weiß eigentlich gar nicht, dass wir dieses Video drehen. Und ich werde ihr auch nicht sagen, wenn sie dann weiß, dass wir das Video drehen, was ich genau vorhabe. Also ich werde da ein bisschen schwindeln müssen. Denn ich würde Vicky gerne zusammen mit euch testen. Und zwar testen, ob sie Potenzial eines Serienkillers hätte. Ja, das klingt ein bisschen merkwürdig vielleicht, aber ich weiß nicht, ist mir einfach so spontan gekommen. Jetzt dachte ich mir, wir testen sie einfach mal so, ob sie irgendwie psychopathische Züge hat. Und jetzt muss ich noch einen Test vorbereiten. Ich werde einfach mal gucken, was es im Internet gibt. Ich habe schon meinen Laptop hier. Und dann werde ich so einen eigenen Test zusammenstellen und den dann halt sie testen. Ich finde das eine coole Idee. Ich freue mich mega drauf, vor allem auf das Ergebnis. Leute, stellt euch vor, da kommt was Merkwürdiges raus. Was mache ich dann? Das sollte ich auf jeden Fall schnell laufen. Und ich hoffe, ihr findet das auch cool. Wenn ja, würde ich mich ganz besonders über einen Daumen nach oben freuen. Ja, und jetzt machen wir mal zusammen den Test. Einfach mal bei Google eingeben vielleicht. Psychopathentest. Wow, da kommen ja richtig viele Ergebnisse. 99.000 Psychopathen. FBI-Profiler erklärt, wie man sie erkennt. Okay, jetzt habe ich hier einen gefunden. Das ist ein Serienkiller-Test. Wow, das ist ein bisschen heftig. Ich lese euch mal eine Frage vor. Du bist auf dem Weg nach Hause. Plötzlich steht ein Mann mit einem Messer vor dir und bedroht dich. Wie reagierst du? Erste Antwortmöglichkeit. Ich hole meine Waffe heraus, erschieße ihn und häute ihn, während ich Jingle Bells singe? What? zweite Möglichkeit. Ich gebe ihm alles, was ich habe, weine und schreie um Hilfe. Das würde ich jetzt vielleicht tun. Dann ich gebe ihm das Geld und gehe danach zur Polizei. Ja, Polizei auch nie eine schlechte Idee. Oder ich überrede ihn, das Messer fallen zu lassen, um ihn selbst damit zu erstechen. Wo bin ich da gelandet? Oder die nächste Frage ist auch richtig krass. Du bist zu Hause, am nächsten Tag musst du in die Schule. Deine Mutter sagt, du solltest jetzt besser schlafen. Was tust du? Ich nicke, hole die Axt, zerstückel meine Mutter und brenne das Haus. Ja, oh mein Gott. Das ist jetzt nicht so der richtige Test. Außerdem wäre der Test voll offensichtlich. Stellt euch mal vor, ihr macht den Test mit wem und der ist dann echt so ein bisschen so, wisst schon, so. Und dann da gibt doch keiner die wahre Antwort. Das ist voll der blöde Test. Okay, mit dem Test reicht es. Ich suche einen anderen. Wobei, eine so eine Frage könnt ihr einbauen. Das ist eine Fangfrage. Und wenn sie so die normalste Antwort nimmt, dann kriegt sie dafür die meisten Punkte. Und umso mehr Punkte, umso mehr Killer. Psychopath. Wisst ihr? Ja. Übrigens, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auch die Fragen dann in den Kommentaren mit beantworten. Ja, dann wisst ihr auch, wie ihr so dran seid. Dann mal sehen, was rauskommt. Bin ein bisschen nervös. Bis gleich! Warum bin ich hier? Ja, ich habe dir gesagt, was wir jetzt machen. Ein Rätsel. Vor einem Video? Ich bin nervös. Okay, ich sag dir jetzt die Wahrheit. Ich mache einen IQ-Test mit dir. Echt jetzt? Ja. Was? Nein. Das kann nur peinlich werden. Wirklich jetzt? Ja, wirklich jetzt. Also, du kannst ganz ruhig bleiben. Du musst einfach nur meine Fragen beantworten. Und danach kriegst du die Lösung. Ist doch cool, oder? Mir wird plötzlich ganz heiß. Okay, darf ich da reingucken? Nein, 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 nein. Das darfst du nicht. Okay. Also, bist du ein netter Mensch? Du kriegst Antwortmöglichkeiten. Ja, keine Ahnung. Nein, sicher nicht. Ja. Was hältst du von harte Musik? Also du, jetzt kommt deine Reaktion darauf. So Heavy Metal oder Rock, Punk. Regt mich auf. Brauche ich zum Leben? Habe nichts dagegen. Nicht mein Ding. Nicht mein Ding. Was hat das mit einem IQ-Test zu tun? Wie geht's weiter? Ja, warte. Das ist sehr komplex. Suri ist auch nervös. Jetzt kommt eine Frage, da müsst ihr ganz unbedingt auch eure Antwort in die Kommentare schreiben. Das ist so, also das will ich unbedingt von euch wissen. Schreibt es unbedingt in die Kommentare, bitte. Also, ein Mädchen geht auf die Beerdigung ihrer Mutter. Dort sieht sie einen Mann, den sie nicht kannte. Sie ist so fasziniert von ihm, dass sie sich sicher ist, er sei der Mann ihrer Träume. Und sie verliebte sich in ihn. Wenige Tage später tötet sie ihre eigene Schwester. Warum? Erste Antwort, der Mann war der Freund ihrer Schwester. Zweite Antwort, ihre Schwester hat sich auch in den Mann verliebt. Oder dritte Antwort, sie hatte gehofft, den Mann wiederzusehen. Was war? Es war der Mann ihrer Schwester. Ihre Schwester hat sich auch in den Mann verliebt. Spürst du eine Leere in dir, die du mit extremen Situationen zu füllen versuchst, es dir aber nicht gelingt? Manchmal nein oder ja. Nein, ich brauche keine Extremsituation. Was ist das für ein Test? Wo hast du den denn gefunden? Das ist der einzig wahre IQ-Test. Das sind so Fragen, die gehen dann so in dein Unterbewusstsein, in dein Gehirn und in deine grauen Zellen und dann... Der ist von Institut Fresenius, ne?
ist das? Keine Ahnung. Haben die nicht Wurst? Ich weiß nicht. Warst du in letzter Zeit enttäuscht von dir, ja oder nein? Ja. Weiß auch warum. Sie hat nämlich gestern eine Videokarte gelöscht, wo wir es gedreht haben. Jetzt können wir es neu drehen. Ich bin auch enttäuscht von dir. Sorry. Welcher Musiker ist dir am liebsten? Erstens Marilyn Manson. Zweitens Tokyo Hotel. Drittens Michael Jackson. Keine Ahnung. A, B oder C? Jetzt nicht Marilyn Manson. B oder C? B. Regt dich das Fernsehprogramm öfters auf? Ja oder nein? Ja, also das Nachmittagsprogramm. Jetzt kommt eine Frage, die ist, du darfst dich jetzt nicht erschrecken oder so, die klingt ein bisschen komisch, aber versuch sie einfach objektiv zu beantworten, okay? Okay. Du bist mit deinen Freunden in einer Bar. Einer deiner Freunde macht einen bösen Witz über eines deiner Familienmitglieder. Was tust du? Welche Freunde haben nur meine Stofftiere und die mögen mich alle? Ich ramme ihm eine Flasche in den Hals und töte jeden, der über den Witz gelacht hat. Ich sagte, das ist merkwürdig, aber das ist sehr wichtig, diese Frage, weißt du? Okay, das dritte. Ich grinse freundlich, leider hat der Freund in ein paar Wochen einen schweren Unfall. Oder ich lache und erzähle einen noch fieseren Witz über sein Familienmitglied. Was war das erste? Das mit den Stofftieren. Ja, das ist auch doof. Ja, was jetzt? Ja, ich ramm niemanden und kill auch niemanden. Ja, dann nehme ich das letzte. Okay. Was würdest du denn nehmen? Was ist das für eine Frage? Was würdet ihr denn nehmen? Ich notiere das jetzt mal, dass du hier sehr nervös bist. Wenn mir keiner sagt, was los ist. Ich glaube, das ist das Video, wo ich von vorne bis hinten durchgehend verwirrt bin. Und ihr alle wisst wahrscheinlich Bescheid. Ja, mit deiner Kuh wissen wir dann Bescheid. So, führst du eine schwarze Liste? Was das ist, das kannst du frei interpretieren. Ja, ja, aber im Kopf, nein. Darf ich darüber reden, was eine schwarze Liste ist? Was ist eine schwarze Liste? Da sind die bösen Kinder drauf, am Weihnachtsmarkt. Nein. Nein. Hast du eine? Nein. Mach mal im Kopf. Das machst du? Du klickst was anderes, als ich antworte? Da kommt ein völlig falscher IQ dann raus. Ich sehe dir das ja an. Denkst du, du bist Psychologin? IQ-Testerin? Hast du überhaupt einen Kurs gemacht? Hör zu jetzt. Denkst du, dass du berechenbar bist? Ja, nein, keine Ahnung. Ja. Das bringt mich jetzt aus der Bahn. Vielleicht ist das mein Ding, um noch unberechenbar für alle zu sein. Gehst du öfters nachts auf den Friedhof? Ja oder nein? Nein. Die Antwort kam aber sehr schnell. Ich fühle mich wie bei einem Verhör. Wenn du jemanden einfach verschwinden lassen könntest, wie viele Leute wären dann weg? Eins, weniger als 10, mehr als 10 oder niemand? Weniger als 10. Aber die sind ja tot. Was? Ich dachte einfach verschwunden. Ja, eingesperrt irgendwo. Oh, weniger als 10 ist voll viel, ne? Ja, mehr als 1. Wirst du leicht wütend? Ja oder nein? Nein. Wieso machst du diesen Test? Weil er genial ist? Weil dir langweilig ist oder du weißt nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wieso ich hier diesen Test beantworten muss. Und was hältst du von dem Test? Regt er dich auf? Ob mich dieser Test aufregt? Schon ein bisschen. Ja, ein kleines bisschen. Kriege ich auch dann gleich eine Lösung für meinen IQ? Was hast du denn eingegeben? Ich habe noch Fragen. Manipulierst du andere für dein eigenes Wohl? Ja, das mache ich immer so, manchmal oder nein? Nein. Wenn du irgendwo hingehst, wirst du dann begrüßt und wird mit dir gelacht oder wirst du schief angeschaut oder schauen die anderen weg? Wenn ich wohin gehe? Ja, nicht so, weiß nicht. Zu Leuten, die ich kenne, werde ich begrüßt. Fühlst du dich verfolgt manchmal? Ja. Ja? Also, ich werte das jetzt aus, weil das ist ja mein eigener Test, ne? Hä? Du näherst dich dem roten Bereich. Allerdings, keine Angst, du bist noch im gelben. Welcher Bereich? Wie viel IQ habe ich denn jetzt? Das heißt, jede Hilfe kommt noch rechtzeitig. Du bist ein intelligentes Büschchen, aber gib Acht, was du mit deiner Intelligenz anstellst. Welche Hilfe? Wo bist du denn da? Wir machen niemals diesen dummen IQ-Test. Du bist zu 77% ein Psycho. Was? Hast du einen Psychotest mit mir gemacht? Ob ich ein Psychopath bin? Den habe ich selbst erfunden, so aus ganz vielen Sachen zusammengewischt. Ernsthaft? Also du bist noch zu kontrollieren. 77%? Ich habe voll die normalen Antworten gegeben. Dieser Test ist sehr speziell. Ich glaube, du bist speziell. Was hast du jetzt gemacht? Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Ja, die wussten alle, dass ich das mache. Dass ich dich jetzt auf Serienkiller, Psychopath und so teste. Und ich bin zu 77%. Das ist ein Fehler. Da musst du irgendwas falsch ausgewertet haben. Ich bin voll lieb. Das würden alle Serienkiller sagen, ne? Deswegen hast du auf manche netten Antworten auch viele Punkte bekommen. Ernsthaft? Ja, weil ich das so gewertet habe. Du bist wahrscheinlich zu 99% Psycho. Okay, Leute. Lasst jetzt alle einen Daumen nach oben da, wenn ich auch mal einen Test mit Sarina machen soll, den ich mir heimlich mit euch zusammen ausdenke. Und dann hauen wir Sarina mal hier in die Pfanne. Und auf was willst du mich testen? Das überlege ich mir noch, aber das werde ich dir ganz bestimmt nicht sagen. Das wird ein noch viel heftigerer Test. Und wenn ihr nicht so abgeschreckt seid, könnt ihr auch gerne unseren Kanal abonnieren. Ich bin nur zu 77% Psycho. Bis zum nächsten Mal.